Okay, das ist vielleicht die dümmste Videoidee, die ich bisher hatte. Heute wird etwas mein Draft entscheiden. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel, das so aussieht wie ein Flugzeug? Ist es ein Flugzeug, das mit Vogeln fliegt und aussieht wie ein Vogel, aber eigentlich ein Flugzeug ist? Nein, es ist ein Hund. Ein Hund wird heute... Ein Hund wird heute mein Draft entscheiden. Also ich habe mit meinem Bruder Talking Tom gespielt und viele haben gesagt, spiel Talking Ben. Das ist so, glaube ich, sowas ähnliches, aber von einem amerikanischen Streamer das Spiel. Und der kann aber ja und nein sagen. Also wird der heute mein Draft entscheiden. Wenn das Spiel lustig ist, dann spiele ich es vielleicht auch einfach nur so mit meinem Bruder. Bro, installieren! Installieren! Warum funktioniert das nicht? Mit Talking Tom hat es auch funktioniert. Ah, okay, jetzt funktioniert es. Okay, gehen wir rein in den Scheiß. Wann bist du geboren? Ey, ich bin dieses Jahr geboren. Darf ich das Spiel trotzdem spielen? Also es ist egal, wann man geboren ist. Ich glaube, man konnte sogar die Zukunft auswählen. Okay, also kann er mir auch nachreden? Hallo? Provoziert er mich? Halt deine Fresse, Junge! Talking Tom konnte mir wenigstens... Talking Tom konnte mir wenigstens nachreden! Ist dein Scheiß ernst, Digga? Er schuscht mich? Junge! Warum schuscht er mich? Kann ich ihn auch schlagen? Ja, verdient! 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 Schuscht er mich einfach. Schuscht er mich einfach. Er kann mir nachreden. Also ist es genau wie Talking Tom. Ich bin schwul. Cool. Okay, das war ein Fail. Und er macht die Zeitung wieder auf, okay. Okay, ich bin auch seit langem wieder in FIFA drin. Also ich war hier gefühlt Jahre nicht mehr drin. Und... Kann er mal die Fresse halten? Ich spiele gerade FIFA und nicht mit dir. Und wir kriegen hier so eine Rakete. Ey! Halt's Maul! Ey. Nein, Mann, ich werde ihn jetzt muten. Ich mute ihn jetzt. Nein, halt's Maul! Nein! Nicht pssst! Okay, wir haben hier so eine Rakete bekommen. Und Packs? Nein, irgendeine Scheiße einfach nur. Was soll ich damit? Oh nein, wir haben doch ein Pack. Ein 50k Pack. Ich weiß nicht woher. Ich nehme es aber. Und ich kriege. Oh, ein Mokot! Oh, es ist Spanien. Oh, Sergio Ramos. Okay, Ben, darf ich das Pack behalten oder muss ich es abstoßen? Ey, ich dachte, er sagt ja oder nein. Darf ich das Pack behalten oder muss ich es abstoßen? Bro, was soll ich hier machen? Warum habt ihr mich dazu gebracht, dieses Spiel zu spielen? Ah, hier sind noch andere Spiele. Und ach, es ist von Talking Tom. Das ist gar nicht von dem amerikanischen Streamer. Ich dachte, das ist von so einem Amerikaner. Ben? Hab ich ihn jetzt angerufen? Yes. Jetzt? Yes. Jetzt sagt er ja oder nein? Okay, darf ich das Pack mit Sergio Ramos behalten? No. Nein! Nein! Oh, warum habe ich damit angefangen? Oh, eigentlich sollte er doch nur für das scheiß Draft sein. Oh, und es ist sogar noch Chesney mit dabei. Muss ich ihn... Er lacht mich aus. Muss ich ihn auch abstoßen, Chesney? Muss ich Chesney auch abstoßen oder darf ich ihn behalten? Yes. Ich muss ihn auch abstoßen. Mann, Mama! Beginnen wir einfach mit dem scheiß Draft. Okay, gehen wir rein in das Draft. Gib mir gute Formation. Gib mir gute Formation. 4, 3, 2, 1 ist gut. Okay, fragen wir diesen Ben. Okay, Ben. Darf ich die Formation... Ben! Darf ich die Formation 4, 3, 2, 1 nehmen? Ah ja, ich muss hier anrufen klicken. Geh ran, du scheiß Hund. Ben. Es passt, weil er ehrlich ein Hund ist. Darf ich die Formation 4-3-2-1 nehmen? Nö. No. Oh, warum? Welche Formation kommt danach? Ich würde sagen 4-2-3-1. Nee. Welche Formation kommt danach? Ich würde sagen 4-2-3-1. Nee. Oh, bitte halt einfach deine Fresse, Junge. Ich muss jetzt irgendeine scheiß Formation nehmen. Und es gibt. Halt einfach deine Fresse, Junge. Ich muss jetzt irgendeine Scheißformation nehmen. Ich glaube, ich nehme 4-3-3, falsche 9. Das scheint noch die beste zu sein. Geh ran ans Telefon. Ben. Okay, Ben, darf ich die 4-3-3 falsche 9 nehmen? Darf ich?
Yes. Ja, immerhin. Okay, 433, falsche 9 wird genommen. Boom. Wen bekommen wir? Oh, oh, bitte. Bitte, Ben, bitte. Bitte, Ben, darf ich Pelé nehmen? Ich hab Pelé bekommen. 98, darf ich ihn nehmen? Nö. Nein. Oh, ich meine, der zweitbeste ist Kaka, auch eine Icon. Darf ich Kaka nehmen? Darf ich ihn nehmen? Als Ersatz für Pelé, darf ich Kaka nehmen? Sag schon, darf ich Kaka wenigstens bitte? Nö. Ja, geil. Jetzt bleibe ich mit Coman, Sterling und Sané statt Pelé oder Kaka. Ja, hör auf zu lachen. Darf ich Sterling nehmen? Nö. Wen darf ich dann nehmen? Coman oder Sané? Einen von den beiden? Yes. Wow, das ist ja cool. Coman, ich nehme Coman mit. Coman, statt Pelé. Halt's mal! Okay, gehen wir mit dem Mittelstürmer. Vielleicht kriegen wir trotzdem nochmal Pelé. Nein, Junge, das sind nur Müllkarten. Da will ich ihn gar nicht fragen. Ich nehme einfach irgendeine Karte. 3, 2, 1, stopp. Immer eine Special-Karte bekommen. Okay, rechter Flügel, eine Icon. Bitte, Garincha. Mann! Ich krieg jetzt nur noch Scheiße. Hätte ich wenigstens Pelé gehabt. 3, 2, 1, stopp. Campbell. Ja, ich meine, machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Oh! Oh! Wir haben einen Toti! Oh, wir haben einen Toti und dieser Pedri sieht auch super aus. Bitte, Ben, komm schon. Ben? Ben, dürfen wir den Toti nehmen? Bitte, bitte, bitte. Wir durften gerade schon nicht Pelé nehmen. Yes. Ja! No. Endlich! Halt's Maul, leg auf. Okay, immerhin dürfen wir einen Toti nehmen, auch wenn er als Icon jetzt nicht linkt. Weiter ZM, eine Icon! Oh! Ab in den Urlaub! Ballack! Ben? Ballack! Ja oder nein? Ja oder nein? Yes. Ja! Ab in den Urlaub und unsere erste Icon ist drin im Team. Das war wirklich wichtig, weil sonst hätten wir vielleicht keine Links bekommen. Okay, jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Das Mittelfeld ist gut geworden. Wen können wir als ZDM bekommen? Nur Müll. 3, 2, 1, stopp. McGinn. Ja, ist okay. Verteidigung! Verteidigung! FIFA, gib mir etwas Leckeres! Gib mir etwas Gutes! Ah, okay. Ich meine, Hernandez sieht nice aus und wird auch mit Coman linken. Geh ran, Bitch. Ben? Darf ich Hernandez nehmen? Nö. Darf ich Alex Tejisch nehmen? Darf ich Alex Tejisch nehmen? Darf ich Alex Tejisch nehmen? Ja oder nein? Yes. Ja, immerhin. Premier League. Und der sieht auch ganz gut aus. Nö. Findest du nicht, dass Alex Tejisch gut aussieht? Sei mal ehrlich, der sieht schon gut aus. Sieht er gut aus, ja oder nein? Was für Hohoho? Junge, bist du der Weihnachtsmann? Yes. Bin ich schwul? Wir werden es nie erfahren. Wir nehmen Alex Tejisch mit und das Team. Sieht ehrlich stark aus jetzt so. Wenn die Verteidigung Premier League was Gutes, bitte. Oh, Puyol. Ben. Bitte, Ben, gib mir Carles Puyol. Ich lutsche auf dein Okay, ohne Schwanz lutschen, aber darf ich Puyol nehmen? Yes. Ja! Okay, danke. Carles Puyol ist drin und das Team sieht wirklich gut aus. Ich meine, das ist komplett ernst, es sieht wirklich gut aus. Okay, der zweite Innenverteidiger. Oh, Maldini! Oh, Maldini, bitte, 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 bitte! Okay, Ben, hör mir zu, wir haben jetzt daneben noch Maldini bekommen. Darf ich ihn nehmen? Ja, Maldini, darf ich ihn nehmen? Yes. Ja! Oh, wir haben so eine gute Innenverteidigung. Okay, unsere Innenverteidigung ist wirklich sehr, sehr stark. Oh, guckt euch das Team an. Vorne scheiße, aber hinten richtig, richtig gut. Rechtsverteidiger auch nochmal, wer stark ist? Nein. 3, 2, 1, stopp. Fredericks. Vielleicht auch nochmal. Oh, wieder eine Icon. Oh, bitte. Wir haben die Möglichkeit, ein Dreier-Trio von einer Icon hinten zu haben. Darf ich Tschech nehmen? Yes. Oh, er ist unser Freund geworden. Yes. Ja, er ist unser Freund geworden. Und wir dürfen jetzt Tschech mitnehmen. Oh, no. Das Draft sieht ja fast so aus, als hätte ich selber ausgewählt, was ich nehme. Okay, machen wir weiter auf der Reserve. Jetzt können wir auch noch mal ein paar Banger bekommen. Und da ist direkt eine Icon, die besser ist als Coman im linken Flügel. Ben, darf ich die Icon Barnes nehmen? Statt Coman. Also Barnes für Coman einwechsel. Darf ich? Nö. Mann, darf ich dann, keine Ahnung, diesen Neuer mitnehmen? Manuel Neuer?
Er ist deutsch. Hohoho. Darf ich? Yes. Ah, immerhin. Okay, Neuer wird mitgenommen. Aber ich weiß, Ben, soll ich ihn mit Tschech tauschen? No. Okay, dann lasse ich Tschech drinne. Wir machen jetzt weiter mit der Reserve. Noch ein paar Icons wären gut gewesen. Barnes war schon eigentlich nice, aber dieser Mahrez sieht gut aus. Okay, wir haben jetzt die Live-Karte von Mahrez, Ben. Darf ich sie nehmen? Darf ich sie nehmen? Mahrez Live-Karte? Darf ich sie nehmen? Ja, nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Yes. Ah, geil. Okay, ich nehme Mahrez mit und er passt hier perfekt rein. Unser Team sieht sexy aus. Wir können aber noch ein besseres Team hinbekommen, wenn wir noch ein Icon oder so bekommen. Haji. Ben, geh ran. Ben. Ben, dürfen wir Haji nehmen? Yes. Ja. Und damit haben wir die fünfte Icon im Team. Fünf Icons. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Offensive. Der Rest ist krank in unserem Team. Okay, komm schon. Für den Sturm irgendwas. Für den Sturm irgendwas. Oh, Rodrigo, ich würde nicht nein sagen. Ben, dürfen wir Rodrigo Live-Karte nehmen? Yes. Es läuft so gut. Er sagt nur ja. Ich packe ihn rein und er gibt uns sogar ein bisschen mehr Chemie. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Stürmer. Mehr nicht. Komm schon, eine Icon. Icon Ronaldo oder so. Ah. Pelé wäre so gut gewesen. Okay, hier ist eigentlich egal, weil wir überall eine bessere Karte haben. 3, 2, 1, Stopp. Lozano. Sag nicht nein. Okay, weiter geht's. Lozano könnten wir sogar einwechseln. Ah, Lukas. Lukas Moura. Der passt perfekt rein, wegen der Chemie. Oh, ich denke so gut mit. Der Link mit diesem Brasilianer. Und Mahrez. Okay, Ben, geh ran. Bitte. Das wären 100 Chemie. Ben. Darf ich Lukas Moura reinpacken? No. Nein! Nein! Es lief so gut bis dahin. Also, Iago Aspas einfach in Sturm packen. Ja. Yes. Okay, korrekt. Iago Aspas ist immerhin besser als der jetzt gerade im Sturm ist. Und er linkt auch mit Rodrigo. Okay, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Okay, die letzten Picks. Ah, der Schrott. Den benutze ich eh nicht. Ich würde nichts gegen eine Icon nochmal sagen. Oh, 93er Kante. Ich habe die Karte noch nie gesehen. Und die sieht gut aus. Die würde ich spielen. Darf ich Kante nehmen? Nö. No. Du Hund. Darf ich statt Kante Gravenberg... No. Lass mich doch ausreden! Darf ich statt Kante Gravenberg als Mittelfeldspieler nehmen? Also Gravenberg. Darf ich? Darf ich Gravenberg nehmen? Nö. No. Talischka ist die einzige Special-Karte, die noch da ist im Pick. Soll ich ihn nehmen? Witzig. Soll ich ihn nehmen? Soll ich? Nö. Also soll ich Politano Gold oder Gue Gold nehmen? Soll ich? Yes. Ja, korrekt. Politano oder Gue. Ja, cool. Bestimmt werde ich die spielen. Machen wir weiter mit den letzten Picks. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr. Oh, ich habe doch wieder Bock. Beckham wäre ehrlich nicht schlecht. Beckham habe ich noch gar nicht gespielt. Okay, Ben, wir haben Beckham bekommen. Darf ich den nehmen? Nö. Willst du die Entscheidung nochmal überdenken? Willst du nochmal überdenken? Nein? Ich gebe auf. Du kannst mir nicht sagen, dass dieser Ben nicht von irgendwem gesteuert wird. Einfach um einen abzufucken. Nehme ich einfach hier Fernando, ich spiele den eh nicht. Wir haben nur noch zwei Picks. Vielleicht nochmal eine Icon oder so. Ah, Dünches. Bitte kein Dünches im letzten Spielerpick. Dünches. Fehlt nur noch der Torwart, aber wir haben eh schon die Besten. Und das ist unser finales Draft. Okay, ein besserer Stürmer wäre nochmal geil gewesen. 187 ist eigentlich gut. Versuchen wir das Draft zu gewinnen. Unser erster Gegner sieht ziemlich scheiße aus. Warum hat der so einen scheiß Draft? Hat er dasselbe gemacht wie wir? Ja, Rodrigo ist durch, flank rüber, Junge. Und mach ihn rein, wer auch immer das ist. Er macht ihn. Es ist ab in den Urlaub, Ballack. Ab in den Urlaub, Deutschland. Ich nehme gerade ein Video auf. Und welchen machst du zuerst? Welches Video ich zuerst mache? Diesen mit dem Hund? Ja, das habe ich gerade gespielt. Kennst du das? Nö. Nö? Okay. Das war meine kleine Cousine. Nein! Oh, ist das ein Gegentor? Oder ist es ab? Es ist abseits! Ja! Komm schon! Oh, was ein Pass! Was ein Pass und was ein Tor!
Ist er schon wieder? Es ist schon wieder Michael Ballack. Nein, oh, nein, oh. Mein Fehler. Zugucken. Du willst zugucken? Ja, okay, dann setz dich dahin auf mein Bett, okay? Auf mein Bett musst du dich setzen. Okay, viel Spaß beim Zugucken. Ich mach jetzt ein Tor für dich, Shilan. Ja! Ein Tor! Woo! Let's go! Oh, ich mach ein Tor! Ey, oh ja! Hä? Warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Ernsthaft? Oh ja, ja, das ist jetzt aber ein Tor. Das für dich, Shilan. Das für dich. Das für dich. Ich hab ein Tor für dich gemacht. Woo! Zwei Tor? Ja, du musst aber Danke sagen. Danke. Bitte. Oh, vielleicht gewinne ich. Vielleicht geht er raus. Minecraft. Ja, Mann, Minecraft! Woo! Er geht raus! Ich hab gewonnen! Das ist unser nächster Gegner und er hat ein viel besseres Team als ich! Wie kriegt man so ein gutes Team hin? Ich werde ihn pressen. Ich werde ihn bedrängen. Ich werde ihn zumachen. Kein Weg für ihn an meiner Verteidigung vorbei. Kein einziger Weg. Ja, ja, ja! Hamid, 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 Hamid! Ey, warum hab ich so schlechtes Internet? Nein! Mein Internet war weg! Das Spiel wird... Oh Mann! Also verliere ich wegen Internetabbruch? Das war wahrscheinlich einer meiner Cousins, die auch gerade zu Besuch sind. Ich kann es eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Ich sag's einfach, scheiß drauf. Ich gehe zu einem Verein. Zu einem Bundesliga-Verein. Nicht als Fußballprofi, aber als YouTuber. Ihr könnt ja schon mal raten, wer es ist. Ich denke, es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen rauskommen.